Ich wünsche einen schönen 4. Dezember. Der Spruch heute in meinem Kalender heißt: Deine Ohren werden ein Wort hinter dir hören. Dies ist der Weg, geht ihn. Das ist auch wieder so ein Stärkungssatz. Und ich musste daran denken, als ich heute Vormittag aus dem Haus bin und auf einem unberührten Schneeweg entlang gegangen bin. Doch nicht alle Wege sind so unberührt und nicht alle Wege sind einfach. Manchmal muss man sich entscheiden, auf Lebenswegen muss sich entscheiden, welche Abzweigung man nimmt, damit man richtig beim Ziel ankommt. Und manchmal führt ein Weg, den man gegangen ist, auch in eine Art Wüste oder ins Nirgendwo. Es ist nicht ganz einfach, damit umzugehen. Manche Wege sind ganz gerade im Leben und selbst wenn man ganz weit in den Horizont schaut, kommt doch hinter einer Kurve vielleicht eine mögliche Überraschung. Und daher ist es für mich tröstlich, wenn ich Gott hinter mir oder neben mir habe und ich weiß, dass Gott mich meinen eigenen Weg führt. Gott wird möglicherweise auch dort einen Weg ermöglichen, wo kein Weg zu sein scheint. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way.